Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Vielfahrer e-tron. Heute mal wieder von der Ladesäule, allerdings stürmt es draußen ziemlich, deswegen sitze ich im Auto. Ich zeige euch diese Säule aber auch gleich noch, denn auch die wird Thema des heutigen Videos sein. Es geht heute darum, dass ja ganz viele Leute sagen, ja, und unterwegs könnte man nicht laden und die Ladeinfrastruktur, die ist viel zu schlecht und gerade unterwegs, wenn ich in Urlaub fahre, dann ist das alles doof. Das möchte ich euch heute mal ein bisschen erläutern, wie das aus meiner Sicht aussieht. Und zwar jetzt nicht statistisch anhand von Zahlen. Da schaut bitte mal beim Blauzahn auf dem Kanal vorbei. Der hat da super Statistiken gemacht. Der wertet das häufiger mal aus, wie auch die Entwicklung der Schnelllader ist. Ich möchte euch das einfach mal heute so rein aus meiner persönlichen Sicht, aus meinen persönlichen Strecken auch zeigen. Ich bin jetzt wieder auf meiner Strecke an der A20 lang unterwegs. Das heißt, ich fahre vom nördlichen Hamburger Speckgürtel fast die ganze A20, die Ostsee-Autobahn entlang und fahre dann nach Mecklenburg-Vorpommern rein. Und da war ja bisher das Problem, als ich das Auto bekam, dass es mit den Ladestationen, insbesondere den Schnellladern, noch, ja, sagen wir mal, nicht so toll aussah. Ich hatte, als ich die ersten Fahrten machte, eigentlich auch das ganze letzte Jahr, im Grunde die Wahl, nach Rostock zu fahren, zu den notorisch kaputten Allegos, was ich irgendwann nicht mehr gemacht habe, weil halt notorisch kaputt. Dann hatte ich den McDonald's-Lader in Dummersdorf, den ich relativ häufig genommen habe, der aber leider nur 75 kW lädt. Oder ich musste sehen, die 284 Kilometer bis zum Ionity Deminer Land zu schaffen. Das waren meine Möglichkeiten. Wenn es da Probleme gab, blieben mir nur noch im Grunde Triple Charger übrig. Das habe ich ja auch bei meiner allerersten Fahrt gleich gemacht. Am besten verlinke ich euch das auch nochmal, wo ich dann an einen Triple Charger in Lübeck gegangen bin, sicherheitshalber, weil der Lader in Dummersdorf ein Problem hatte. Wie hat sich das jetzt entwickelt über das Jahr? Ich hatte ja auch zwischendurch immer mal gesagt, Tesla Supercharger sind nachgebaut worden. Wie verrückt, Tesla Supercharger wäre jetzt optimal auf dieser Strecke, ist jetzt sogar noch ein bisschen besser geworden. In Rheinfeld kam jetzt noch der bei der Bäckerei Junge dazu. Also mit Tesla Superchargern auf der Strecke völlig genial. Aber es wird jetzt auch deutlich besser mit normalen CCS-Ladern. Es ist jetzt der erste, den ich neu gesehen hatte, der war in Bad Oldesloe am Bahnhof. Der bringt mir jetzt auf dem Hinweg noch nicht so arg viel, aber auf dem Rückweg könnte der mal ganz spannend sein im Winter. Ich muss mindestens 50 Kilometer Restreichweite haben, damit die Standheizung bei dem Auto geht. Also der könnte für die Rückfahrt durchaus interessant sein. Ein einzeln stehender Alpitronic, aber das müsste eigentlich klappen. Dann kommt der Rastplatz Schöneberger Land. Das ist so die erste Tank- und Rastanlage auf der Autobahn. Da ist Bautätigkeit momentan. Ich habe auch schon die Lader gesehen. Das heißt, das, was da gebaut wird, wird definitiv Ladestationen werden. Und ich habe 4 eingepackte Lader gesehen. Und zwar auf beiden Seiten wird gebaut. Also Schönberger Land ist dann schon mal demnächst mit Ladestationen versehen. Hier stehe ich jetzt an einem sehr spannenden Lader. Den zeige ich euch ja gleich nochmal. Jetzt rechts abbiegen und danach links abbiegen. Jetzt links abbiegen in die Zielstraße. Sie haben das Zielgebiet erreicht. Das Zielgebiet befindet sich auf der linken Straßenseite. Das Ziel liegt in der angezeigten Richtung. Ich stehe hier in Wismar an einem Pendlerparkplatz. Da steht auch ein einzelner Alpitronic mit 300 kW, also der e-tron lädt hier immer seinen, an den Alpitronic schafft er meistens, meiner jedenfalls, so 138, 139, mit denen lädt er auch gerade.
Das einzig Spannende an dem ist, der steht ja wirklich mutterseelenallein auf einem Pendlerparkplatz. Das heißt, hier gibt es kein Restaurant, keine Bar, kein McDonald's, kein Klo, kein gar nichts. Aber um mal eben an der Autobahn anzuhalten und zu laden, bringt der mich jetzt erstmal weiter. Ein Stück zu früh ist er im Grunde. Ich müsste einen Lader noch ein Stück weiter haben, das wäre noch besser. Und der kommt jetzt gerade, denn zusätzlich zu dem McDonald's, den ich ja früher immer genommen habe, wird jetzt auch am Rastplatz Fuchsberg gebaut, beziehungsweise die sind schon fertig gebaut. Da stehen jetzt auch 4 Lader an der Aral. Die sind allerdings noch eingezäunt. Ich weiß nicht, wann die online gehen. Aber auch da wird sich dann eine deutliche Entspannung auf der Strecke ergeben. Nur von da bis Demminer Land wird dann Ladewüste bleiben. Habe ich aber dann auch vollstes Verständnis für, weil es kommt dann kein Tank und Rast mehr. Es kommen nur noch so kleine Kuhdörfer. Es macht einfach wirtschaftlich keinen Sinn, dazwischen dann noch einen Lader zu packen. Das heißt, der Abstand zwischen Fuchsberg und Demminer Land wird aus meiner Sicht nicht mit Schnellladern bestückt werden auf Dauer. Aber das sind, glaube ich, lass mich nicht lügen, 150 Kilometer zwischen den beiden Ladern. Also das sollte eigentlich so ziemlich jedes Auto sicher schaffen können. Also aus meiner Sicht, selbst die A20, die ich immer so als die Problemautobahn bezeichnet habe, ist inzwischen oder wird, wenn die alle online sind, wird das überhaupt kein Problem mehr sein. Und das meiste dann Schöneberger Land, Fuchsberg, Demminer Land, die haben auch alle mehrere Lader. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da mal stehen muss und warten muss, ist noch auch relativ gering. Also dieses Gegenargument gegen die E-Autos wird aus meiner Sicht auch immer weniger, dass man unterwegs keinen Lader finden würde, dass die Schnelllader viel zu wenig wären. Es wird gebaut wie verrückt. Also da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Da braucht ihr euch auch nicht von den E-Auto-Gegnern verrückt machen zu lassen. Das wird definitiv immer besser. Überhaupt kein Problem mehr. Jedenfalls sehe ich das so. Euer Stefan Lenz.